Wie sehen Sie die Zukunft der Energieversorgung, vor allem in unserer Region? Ich drücke es mal so aus. Ich wohne in Dienstlaken. Ich schaue aus dem Fenster und sehe die Steag am Rhein. Ich möchte euch nicht in dem Irrglauben aufsitzen lassen, dass wir es schaffen könnten, ohne einen Energiemix auszukommen. Mit Windkraft und Solar ist das nicht zu bewältigen und CO2-neutral noch weniger. So sind wir nicht weit entfernt von einem Blackout. Wir brauchen dazu weiterhin Atom- und Kohlekraftwerke. Davon haben wir und hatten wir moderne und effiziente, hocheffiziente. Beispiel Moorburg oder Datteln, der gar nicht ans Laufen gebracht wurde. Die EU hat bis 2030 eine feste Menge CO2-Zertifikate ausgegeben. Wir schalten hocheffiziente Kraftwerke ab. Die CO2-Zertifikate werden dann verkauft oder gehandelt in andere Länder, Tschechien zum Beispiel. Dort haben die keine hocheffizienten Kohlekraftwerke, produzieren denn nur Strom. Strom, den wir hier wieder zukaufen müssen. Teuer. Da Windkraft und Solar nicht ausreicht. Da frage ich euch, wie sinnig ist das? Im Ruhrgebiet brauchen wir Strom für unsere Industrie. Industrie gleich gut bezahlte Arbeitsplätze. Fallen die weg, könnt ihr euch selbst ausrechnen, dass man mit Kellnern nicht so viel Geld verdient. In unserer Region ist es möglich, dass wir 100% aus alternativen Energien, Sonne und Wind, den Strom erzeugen. Wir müssen nur Photovoltaikanlagen auf jedes neue Dach ausbauen. Im Moment gibt es knapp 1700 Photovoltaikanlagen in Dienstlaken und Oberhausen, also in unserer Region. Und das ist stark ausbaufähig. Und es gibt eine Windenergieanlage. Das ist natürlich auch zu wenig, um das bei AnwohnerInnen und Menschen vor Ort akzeptabel zu machen. Kann da eine Beteiligung erfolgen an den Gewinnen? Und weiterhin kann die grüne Fernwärme entstehen, indem Industrieproduktionsprozesse ihre Wärme abgeben. Nun, ich glaube, dass wir hier im Ruhrgebiet vor allem ja das Problem haben, dass die Flächen schon sehr dicht gebaut sind, deswegen der klassische Ausbau von Windkraft oder auch Wasserkraft nicht möglich ist, aber dass wir vielleicht vor allem die Regionen nutzen könnten, die wir hier in der Nähe haben, den ländlichen Raum, wo wir halt beispielsweise noch Flächen hätten, wo man weiteren Ausbau betreiben kann, sodass man diesen Strom dann hier ins Ruhrgebiet leiten kann, um ihn hier auch zu nutzen. Wir wollen ja bis 2045 klimaneutral werden, das heißt bis 2040 spätestens uns ausschließlich aus erneuerbaren Energien den Strombedarf decken. Wenn man sich überlegt, dass die ganzen Bereiche Verkehr und Industrie, die ja heute noch mit herkömmlichen fossilen Energieträgern arbeiten, auch noch mit Strom arbeiten, kann man sich vorstellen, wie stark der Strombedarf steigen wird. Deshalb müssen wir ganz massiv die erneuerbaren Energien ausbauen und gerade hier in unserer Region, die eine Industrieregion ist, wo die auch immer eine große Rolle gespielt hat, immer viel Energie braucht und auch hier erzeugt hat, die Strukturen zu nutzen, die vorhanden sind, um aus den Herausforderungen Chancen zu machen, gemeinsam mit Solartechnik, Wasserstoff- und Speichertechniken halt auch Arbeitsplätze hier zu generieren. Hier in der Region kann man sehr viel mit erneuerbaren Energien machen, vielleicht noch ein paar mehr Windräder, da sind hier nicht so viele. Aber wir müssen natürlich den Abstand halten zur Wohnbevölkerung, weil die natürlich auch Lärm machen. Und auch diese Lichtschattenwurf oder so, das von manchen eben auch nicht so gut gesehen wird. Was wir dafür gemacht haben, ist, dass wir eine Bürgerbeteiligung dahinter haben. Dann ist die Akzeptanz schon mal größer. Das ist ganz, ganz gut. Aber wir müssen gleichzeitig mit dem Ausbau, brauchen wir auch mehr Netze. Denn wir müssen die Energie ja natürlich auch zu dem hinbringen, der sie verbraucht. Und da hakt es noch, da sind viele Bürgerinitiativen, da müssen wir schneller werden. Ja, also gerade im Kreis Wesel haben wir ja diese Thematik zunehmend. Wir haben eine Landesregierung mit dem Kanzlerkandidaten Laschet, der hier sozusagen mit seiner Braunkohlepolitik massive Versäumnisse hat aufkommen lassen. Wir brauchen in NRW bzw. hier im Kreis Wesel den massiven Ausbau von Windkraftenergie. Wir bräuchten alleine, um das Aufkommen schultern zu können, 290 Windkraftanlagen und den Ausbau von Photovoltaik auf ganz vielen Ebenen.